Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über das Thema Kopfläuse bei Kindern. Die Pandemie neigt sich dem Ende, es geht auf die Endemie zu. Das heißt, Kinder haben wieder mehr Kontakt miteinander und die letzten Jahre war ja, zumindest was das Thema Läuse angeht, alles relativ entspannt und jetzt kommen schon wieder die ersten E-Mails rein. Ich habe vier verschiedene Kinder, also natürlich vier verschiedene, also ich habe vier Kinder in vier verschiedenen Einrichtungen und die ersten Läuse sind wieder da. Und deswegen reden wir heute über das Thema. So eine E-Mail sieht dann so aus, ja, liebe Eltern der Klasse XY, bei Kind XY wurden Läuse gefunden, bitte kontrolliert euer eigenes Kind. Und ich zeige euch dann auch gleich, wie man sein Kind nach Läusen absucht. Meine Kleine ist nämlich gerade zufällig zu Hause, das heißt, ich werde an ihrem Kopf einmal zeigen, wie man das macht. Aber zuerst möchte ich euch ganz traumatisch eine Geschichte erzählen. Also ich war schwanger mit meinem zweiten Kind in dieser Schwangerschaftssensibilität, ja, voller Ekel vor allem Möglichen. Ja, sogar ein Parfüm hat mich geekelt. Und dann kam mein Kleiner, der war knapp vier, mit Läusen nach Hause. Ich hatte noch nie vorher mit dem Thema Läuse zu tun gehabt. Also ich meine, ich hatte als Kind mal Läuse, aber das hat man ja nicht in der eigenen Erinnerung und auch nur einmal. Und deswegen war das für mich so weit weg, ja. Und ich hatte auch keine Erfahrung, wie man damit umgeht. Und der kommt nach Hause, da huscht ihm was über die Stirn. Ich denke, hä, was ist denn das? Nehme ihn mir an die Seite, gucke ihm auf den Kopf und es wimmelt von Läusen. Ihr müsst wissen, das ist normalerweise so. Das Kind steckt sich mit einer Laus an. Eine Laus lebt circa vier Wochen. Und es steckt sich, also die Laus hüpft von einem Kopf auf den anderen oder von einer Decke auf den Kopf, von einem Sofa, von einem Kuscheltier. Da können die zwar nicht lange überleben, aber sie können da zumindest drüber springen. Also ganz furchtbar. Kind muss gar nicht Kopf an Kopf eng sein, um die Laus, dass es sich überträgt. Ganz, ganz schlimm. Na jedenfalls läuft das so, man hat dann, also das Kind hat dann eine Laus auf dem Kopf. Die Laus legt 100 Eier mit so einem klebrigen Sekret, setzt es die Eier direkt an die Kopfhaut, ans Haar ran. Das heißt, die fallen auch nicht von alleine raus, die bleiben dann schön da fest. Und innerhalb von, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Tagen schlüpfen die Läuse dann und zwar alle gleichzeitig. Das heißt, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, das Kind nach Nissen abzusuchen und diese Nissen zu behandeln mit einem Läuseshampoo, hat das Kind binnen, also 9 Tagen, die man es ja dann nicht bemerkt, binnen Minuten schlüpfen gleichzeitig 100 Läuse. Und die machen natürlich ordentlich Party auf dem Kopf und das ist so eklig. Ich weiß noch, ich war also wirklich völlig überfordert. Ich habe den Kleinen über die Badewanne mit dem Kopf so vornüber und habe ihn ihm so durch die Haare gefahren und die Läuse sind nur so herausgefallen in die Wanne rein. Also ich war nicht vorbereitet, ich hatte auch kein Lausmittel da. Ich habe dann meine Nachbarin angerufen, sie ist netterweise für mich in die Apotheke gegangen, hat mir ein Lausmittel bekommen, weil ich hätte jetzt nicht deswegen habt bitte immer ein Lausmittel zu Hause. Es ist quasi unmöglich, wenn das mit dem Wissen, dass dein Kind Läuse hat, und du kannst auch ein kleines Kind nicht allein zu Hause lassen, mit dem Kind in die Apotheke zu gehen. Das machst du nicht, das ist einfach so eklig. Also habt am besten immer eins da. Wir gehen gleich noch an die Produkte ran. Na jedenfalls hat mir meine Nachbarin, danke liebe Gabi an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du die YouTube-Videos hörst. Ich wohne ja nicht mehr da, wo ich früher gewohnt habe. Läusemittel geholt und ich habe dann auch die ganze Zeit, mein armer Kleiner, der musste direkt an der Wanne so bleiben. Ich habe gesagt, du bewegst dich nicht, wir warten, bis das Mittel da ist. Und dann habe ich ihm die Behandlung gemacht. Das war für mich total kompliziert, weil man muss sich da einmal durchlesen und durcharbeiten. Und dann waren die auch weg. Ja? Aber das hat sich bei mir eingebrannt. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man denn ein Kind auf Läuse kontrolliert. Ich empfehle, zwar gibt es diese Rundschreiben immer, aber wenn die nie kommen, ich empfehle das ab und zu mal zu machen. Beim Haare, wenn man einmal weiß, wo sich die Läuse wie annisten, ansiedeln, kann man das ja machen. Beim Haare kämmen, beim Haare waschen, einmal draufschauen. Wenn man einmal eine Nisse gesehen hat, vergisst man auch nie wieder, wie die aussieht. Danke, mein Schatz, dass du so schön still hältst. Und da reicht es, wenn man die Haare so ein bisschen auseinander nimmt. Und Nissen wären jetzt hier an den Haarwurzeln, würden sie sich quasi aufhalten. Oder hier hinterm Ohr.
In dem Bereich sieht man natürlich ganz wunderbar, dass dieser Kopf keine einzige Nisse hat. Aber so würde man sie quasi finden. Natürlich auch auf der anderen Seite. Das fühlt sich so schön an, Mama. Wenn man dann, das erzähle ich später, ein Läusemittel aufgetragen hat und die Laus beseitigen möchte, dann würde man quasi mit den Zinken an der Kopfhaut entlang und Strähne für Strähne so die Nissen herausholen. Und dann müsste man das quasi in ein Tuch reinmachen. Danke, mein Engelchen. Also dieser Kopf ist läusefrei. Aber wenn man jetzt Nissen entdecken sollte, und es ist so viel angenehmer, Nissen zu entdecken und nicht gleich die Läuse, dann muss man ein Anti-Lausmittel auftragen. Da gibt es verschiedene Anbieter, einfach in der Apotheke beraten lassen. Die meisten funktionieren so. Aufs trockene Haar wird das Spray oder die Flüssigkeit aufgetragen. Da muss man sehr vorsichtig und sorgsam umgehen, das wirklich gut verteilen, gut einmassieren in die Kopfhaut. Und dann muss es einwirken. Manche Mittel eine Stunde, manche Mittel 10 Minuten. Ich würde da eher auf die etwas längere Einwirkzeit gehen. Ja, denn der größte Fehler ist, man hat das Mittel nicht großzügig genug aufgetragen und man hat es nicht lange genug einwirken lassen. Und dann kommt der nächste Fehler, weil das ist dann ein bisschen eine nasse, unangenehme Angelegenheit, das so ein bisschen runtertropft. Und am liebsten würde man dann ein Handtuch über den Kopf machen. Da würde ich eher empfehlen, also wenn das Kind lange Haare hat, einen Zopf machen, einen engen Dutt machen und ein Handtuch auf die Schultern legen. Denn die Gefahr ist, wenn man so diesen klassischen Turban macht, dass dann das Mittel vom Turban aufgesaugt wird und die Läuse leider nicht ausreichend bekämpft werden. Und es geht bei der Läusebekämpfung wirklich darum, jede Nisse zu treffen. Nicht Pi mal Daumen, sondern jede, weil eine reicht. Wenn da dann wieder eine Laus schlüpft, hat man 10 Tage später das gleiche Theater. Also dann spült man das aus, das Shampoo oder das Mittel. Und dann würde ich in diese nassen Haare einen ganz schönen Conditioner oder eine Haarkur reinmachen. Ja, das riecht ja auch unangenehm, dieses Lausmittel. Braucht ihr nicht denken, dass das duftet. Also das stinkt. Und dann so einen schönen Conditioner, schöne Haarkur rein, dass die Haare geschmeidig sind. Dann nicht das wieder auswaschen, sondern nur so ausdrücken die Haare. Und dann mit so einem Nissenkamm, da sind die Zinken ganz eng und aus Metall, gibt es auch in der Apotheke, jede Strähne rauskämmen. Dann hat man da so eine Pampe an, bisschen Conditioner, aber halt auch an Nissen und das dann in ja, so eine Küchenrolle, in so ein Papier geben. Ja? Jede einzelne Strähne. Das ist eine kleine Fleißarbeit, sie lohnt sich aber. Sie lohnt sich. Und dann kann man die Haare nochmal normal waschen oder nochmal alles ausspülen. Und dann hat man ein paar Tage Ruhe. Sollte aber die Behandlung nach ca. 7, 8, 9 oder 10 Tagen, je nach Hersteller, noch einmal durchführen. Es sind also zweimal die identische Behandlung im Abstand von 8 bis 10 Tagen. Dann wäre noch wichtig zu beachten, wenn das Kind so richtig Läuse hatte, dass man auch die Umgebung mit behandelt. Dann ist es leider nicht damit getan, nur das Kind zu behandeln. Beispielsweise das Bettzeug muss bei über 60 Grad gewaschen werden. Oder Kuscheltiere, entweder ebenso bei über 60 Grad waschen oder 2 Tage in die Tiefkühltruhe rein. Dann sterben auch eventuelle Eier oder Läuse ab. Beziehungsweise, wenn das nicht geht, dann kann man die auch in einen Plastiksack machen, den so luftdicht verschließen und dann, ja, nach 2 Wochen dürfte dann da auch alles, ich sag mal, abgestorben sein. Ja, kann man so sagen. Also die Umgebung sich mit anschauen und ja, Kuscheltiere, Decken, weiche Sachen, wo die Kinder den Kopf reingerieben haben, mit behandeln. Dann gibt es noch ein Anti-Laus-Spray. Das kann man quasi vorbeugend auf den Kopf auftragen. Also immer wenn wir jetzt so eine E-Mail bekommen, ich habe das jetzt aber gerade nicht da, auch nicht, ne? Kriege ich so eine E-Mail und habe das Laus-Spray nicht da. Das ist ein Spray, welches man dem Kind auf den Kopf tun kann, das jetzt noch keine Läuse hat, einfach, dass die Läuse diesen Kopf ablehnen.
Und das kann man natürlich nicht auf Dauer machen. Aber wirklich, wenn so eine E-Mail rumgeht, dann kann man das mal verwenden. Gibt es in der Apotheke. Und ja, das sprüht man dann morgens einfach auf die Haare drauf. Riecht auch nicht so angenehm. Das Lauspray ist keine Garantie. Aber es gibt so, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die böse Laus an deinem Engelchen vorüberhüpft. So, jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, da war die ein oder andere wichtige Information dabei. Ich wünsche euch lausfreie Jahre und freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo im Kanal. Das unterstützt meine Arbeit hier. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.